Konnichiwa bei Kase Deutschland und herzlich willkommen zu unserem vierten und vorletzten Video zu Black Torch. Im vierten und vorletzten Band zu Black Torch setzt Ragos Erzfeind Amagi den beiden die Pistole auf die Brust. Das heißt, entweder Rago unterwirft sich Amagi und macht ihn damit zum mächtigsten Mononoke überhaupt, oder Amagi macht Jiro einen Kopf kürzer. Tja, und da Rago Jiro natürlich retten will, unterwirft er sich Amagi und macht, was er sagt. Oder vielleicht hat er auch noch ein Ass in seinem flauschigen Ärmel. Band 4 von Black Torch, den erhaltet ihr ab 4. Oktober im Handel und so sieht er aus. Fesh in Pink. Speaking of Pink, das ist die Lieblingsfarbe von unserer Grafikerin Jessie. Sie wird euch jetzt auch etwas über Black Torch erzählen und sie kann übrigens nicht nur Grafik auf Büchern, sondern auch auf Gesichtern, denn sie ist die Make-up-Designerin hinter unseren Black Torch-Videos. Genau, ja, ihr seht ja schon, Pink, offensichtlich meine Lieblingsfarbe. Ich bin Jessie aus der Grafik, wie die liebe Christine mich gerade schon angekündigt hat. Und ich erzähle euch heute in Vertretung für den lieben Janni, der Black Torch betreut hat, ein bisschen was über die Grafikarbeit daran. Los geht das Ganze in der Gestaltung natürlich mit dem Logo. Und in der Regel versuchen wir uns da immer an den Originalen zu orientieren, also am Japanischen. Und dieses Mal ist es aber ein spezieller Fall, das Logo sieht völlig anders aus als das Japanische. Das ist insofern ungewöhnlich auch, weil es ja sowieso schon in Romanji geschrieben war. Aber manchmal gibt es den Fall, dass man sich denkt, für den deutschen Markt passt das vielleicht nicht so gut, man möchte es gerne vielleicht dynamischer haben. Und dann guckt man ein bisschen in die anderen Länder, wie die das bisher so gemacht haben. Und in unserem Fall war es so, dass uns das amerikanische Logo besonders angesprochen hat. Wir fanden diesen Grungy-Style halt ziemlich cool und haben das dann eben als Grundlage genommen, um unser eigenes Logo daraus zu basteln. Das Logo kommt dann natürlich auch auf das Cover und beim Cover haben wir nochmal ein paar andere Anforderungen, weil da ist ja nicht nur ein Logo drauf, sondern insgesamt ein paar verschiedene Artworks. Und wenn wir uns das jetzt mal am Beispiel vom vierten Band anschauen, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wir haben ja hier ein paar verschiedene Passagen, die glänzen und die matt sind. Das nennt sich Spotlack und ja, ist einfach eine besondere Form der Veredelung, nennen wir das. Und da es unser Highlight-Titel war, war das natürlich super wichtig für uns, dass der auch entsprechend heraussticht. Für mich persönlich auch meine Lieblingsveredelung. Nach dem Cover-Approval, zu den Approvals hat euch übrigens die liebe Caro schon was erzählt, dieses Video findet ihr hier in der Ecke, kümmern wir uns natürlich auch um die Marketing-Sachen. Da geht es zum Beispiel los mit Messe-Items. Dann haben wir zum Beispiel die coole Fotowand, die wir auf den Messen von Black Torch hatten. Die liebe Cecile hat sich da Gedanken zu gemacht, sie möchte gerne eine Kabinenwand haben. Wir wussten aber noch gar nicht, wie genau die aussehen soll. Und diese Ideen sind dann entstanden im Brainstorming zusammen mit Marketing und Grafik und die große Idee war dann eben so dieses Knastbild, was wir dann da drauf hatten. Damit man das machen kann, braucht man natürlich auch, wie ihr hier schon seht, diese Knastwand ohne Jiro und Rago. So, die Füchse unter euch denken sich jetzt wahrscheinlich so, dann blendet ihr einfach mal die Ebene aus und dann habt ihr den Hintergrund. Nee, so war es leider nicht. Es ist nicht immer so einfach. In dem Fall mussten wir das alles komplett retuschieren. Und da ist natürlich dann schwierig, diesen Look und diesen Feel genau so wieder hinzukriegen. Ich meine, ihr seht es ja, dieses Bild ist eigentlich fast ausgefüllt von den beiden Charakteren. Und der Hintergrund ist nur so partiell mal sichtbar. Und eben die Farben alles entsprechend wieder abzustimmen, ist natürlich eine schwierige Sache. Und es gab natürlich diese coolen T-Shirts zu gewinnen, die wir für die Gewinner dieser Meme-Aktion produziert haben. Und zwar bei dem T-Shirt war die erste Herausforderung natürlich, welches Panel nehmen wir? Genauso wie bei den Memes. Nachdem sich da dann entschieden wurde, war die zweite Frage, wie bringen wir diese Farben dann aufs T-Shirt? Jetzt könnte man natürlich denken, so ach, pff, wie mit einem Laserdrucker oder mit einem Home-Drucker zu Hause druckt man das einfach drauf. Aber wie druckt man weiß? Funktioniert nicht so einfach. Gerade beim T-Shirt-Druck haben wir uns für die meiner Meinung nach hochwertigste Variante des Drucks entschieden, nämlich für den Siebdruck. Und beim Siebdruck kann man nur jede Farbe einzeln aufeinander drucken und keine Verläufe oder so miteinander machen. Das heißt, wenn man einen Verlauf hat, muss man den rastern, also in verschiedene kleine Punkte zersetzen. Und das sieht man ganz gut hier in dem Schatten von Jiro. Ja, wenn man genau hinsieht, sieht man, es sind einfach verschiedene Punkte, aber von einem Meter Entfernung sieht es einfach aus wie grau.
Und um diese Druckplatten zu erstellen, muss man natürlich die Farben getrennt voneinander behandeln. Also man muss sich einmal eine schwarze Platte machen, mit allem, was dann später schwarz gedruckt werden soll. Und man muss sich eine Platte machen, mit allem, was später weiß gedruckt werden soll. Ende vom Lied ist, da steckt mehr dahinter, als einfach nur sich das Bild raussuchen und einfach mal zack rausschießen. Und ja, ich freue mich super doll darüber und everything is awesome. So, und zum Schluss nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank für die ganz vielen Memes, die ihr uns geschickt habt. Wir hoffen, ihr hattet richtig viel Spaß damit. Wir hatten auch sehr viel Spaß dabei, die Gewinner auszuwählen. Die stehen jetzt auch schon fest, aber die verraten wir euch erst im nächsten Video. Und wenn ihr unsere ganzen Videos sowieso nur wegen unserer Katze Pouncy guckt, dann schaut doch nochmal in die anderen Blacktorch-Videos, auch in das super lustige Outtake-Video. Den Trailer verknüpfen wir euch nochmal und ihr könnt natürlich auch unseren Kanal abonnieren, damit ihr auch das fünfte und letzte Video zu Blacktorch nicht verpasst. Tschüss!